3 Jahren angefangen. Hier bei Ballfreunde Werl-Borbeck und meine Ecke ist halt ähnlich nah wie zur Hafenstraße. Und dann bin ich halt nach ETB gegangen, zur D1 hin. Und von dahin halt nach dem geliebten Club Schalke 04. Und da war ich dann halt 8 Jahre auf dem Fußballinternat auch. Und dann bin ich halt vor 2 Jahren nach RWE gewechselt. Als ich klein war, sag ich mal, habe ich da auch schon die ganzen Fans aus dem Gartentor gesehen, beziehungsweise im Park hier vorbeilaufen, die zu den Spielen gepilgert sind. Und das war für mich schon immer faszinierend, auch das Stadion, sag ich mal, unweit hiervon entfernt, halt mit den ganzen Fanstimmen, mit der Stimmung zu sehen. Und von da an bin ich halt auch mal dahin gegangen und das hat mir immer direkt auf Anhieb gefallen. Ich war halt auch immer in der Fankurve mit meinen Freunden. Ja, in Siegen beim Aufstieg ist mir, sag ich jetzt mal, nicht viel durch den Kopf gegangen. Da ist einfach nur alles hochgekommen von der ganzen Saison, die ganzen Emotionen. Und wie gesagt, ich hätte da auch eine Träne verdrücken können. Das war einfach geil. Da muss man einfach miterleben. Und wie gesagt, das ist ein Traditionsclub. Und ein kleines Teil Geschichte haben wir jetzt geschrieben, sag ich mal, unsere Mannschaft. Und das ist natürlich auch noch was Besonderes. Und dann mit den ganzen verrückten Fans zu feiern, natürlich unglaublich. Die Aufstiegsfeier ist halt, sag ich mal, verrückt abgelaufen. Das Spiel war ja eigentlich nur dran und 88 Minuten, dann kamen die ganzen Fans schon über die Zäune. Da mussten wir halt, Trainerteam etc. halt alle zurückhalten. Und dann hat der Schiri, sag ich mal, auch Erbarmen und hat das Spiel sofort abgepfiffen. Und was es sich dann ereignet hat, sieht man natürlich noch in den ganzen Videos. Dann haben wir erst mit den Fans gefeiert. Ich habe auch gar keinen mehr gefunden am Anfang. Und dann irgendwie haben wir uns noch alle zusammengerobbt und dann sind wir halt auf diese Tribüne gegangen, wo die ganzen Fans vor uns standen, haben wir erstmal mit denen gefeiert. Ja, und dann, als wir hier ankamen, war natürlich, sag ich mal, ein überragender Empfang hat. Das muss man immer noch sagen, ist 5. bzw. 4. Liga. Und dann, wenn, sag ich mal, 3000 Leute auf dich warten und bis in die Nacht mit dir feiern, auch noch später im Vereinsheim, ist natürlich unbeschreiblich. Allgemein würde ich immer sagen, macht mich das stolz, Kapitän zu sein, von egal jetzt welche Mannschaft. Aber ich sag mal, bei der Mannschaft ist da was Besonderes, weil wir sind einfach, wie gesagt, eine Mannschaft von 1 bis 25, da macht keiner Stunk. Da, sag ich mal, kann jeder fast mit jedem und man sieht auch so auf dem Platz, aber da hat man das auch gesehen, dass halt eigentlich jeder für den anderen da ist. Man kämpft, man gewinnt miteinander und man verliert miteinander und ja, wir sind halt alle auch aufgrund des Alters auf einer Wellenlänge.